Ulrich Schamonis fünfter Film heißt Eins. Eins ist die ungewöhnliche abenteuerliche Reise durch Südfrankreich. Wo wollen Sie denn hin? Dann die Richtung. Sie müssen doch wissen, wo Sie hin wollen. Sie fahren doch, Sie müssen es doch wissen. Ja, und Sie nicht? Ja. Sehen Sie hier? Hier habe ich eine Streichholzschachtel. Wollen Sie es kürzer ziehen? Nehme ich Sie mit? Nee. Ziehen Sie doch einfach. Warum denn? Warum soll ich denn das machen? Ja, wenn Sie das nicht wollen, können Sie auch knobeln. Stein, Schere, Papier, kennen Sie? Nö, ja, da mache ich nicht mit. Andrea Rau ist in Eins die lebenslustige Schöne, die gerne fröhlich ist, die die Menschen und die Liebe liebt. Das ist überhaupt nicht wahr. Ach, ich will gar nicht heiraten. Aber ihr Glück hat Husten. Guten Morgen. Guten Morgen. Er führt ja ein Leben wie Gott in Frankreich. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, bloß die Eier sind immer so weich. Das Weiße ist immer so flüssig. Herbert Hamm ist in Eins der Glückliche, für den es keine Probleme gibt, weil er keine Probleme hat. Ja, geben Sie uns ihn. Bitte? Geben Sie uns ihn. Soll er doch machen, was er will. Hier, wo kämen wir denn hin, wenn jeder machen würde, was er wollte? So ein ausgewachsener Mensch ist doch nicht mein Bier. Also Herbert wusste nun wirklich von nichts. Wolf Fuchs ist in Eins der Träumer, der ungern aus seinen Träumen erwacht, da die Wirklichkeit seiner Fantasie im Wege steht. Bescheuert ist, wenn man sein ganzes Leben damit zubringt, Tag aus Tag ein nichts anderes als Erbsen zu zählen. Zu was anderem sind sie doch überhaupt nicht fähig. Das sehen sie doch selbst. Ich bin ja schließlich auch nur dein Angestellter. Du bist doch der Chef, ich bin nicht der Chef. Aber wozu zahle ich dich denn, wenn ich dann doch alles selber wieder machen muss? Komm, hol mal den Smoking. Hol mal den Smoking, sonst vergammelt der auch noch. Pitt Schröder ist in Eins der Abhängige, der die Freiheit aufgegeben hat, weil er Angst vor der Freiheit hat. Ulrich Schamoni spielt in Eins selbst die Hauptrolle. Wozu soll ich mich denn ändern? Ich bin 30 Jahre Mensch, ich fühle mich sauwohl. Ich weiß gar nicht, warum ich mich ändern soll. Ich habe meine Schwächen, meine Macken, meine Fehler, das weißt du. Ich habe auch meine Stärken. Kann ich anders existieren? Mein Leben lebe ich. Und ich will mein Leben leben und nichts anderes. Das ist das Problem. Er ist der kaputte, schrullige Jungkapitalist, der seine Situation begriffen hat, aber dennoch nicht aus seiner Haut heraus kann. Und sagen Tschüss, okay, Feierabend und so. Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wir haben den Winter in der fabelhaften Gegend verbracht. Mensch, was haben wir für schöne Tage gehabt? Richtig schöne Zeit. Meinen Sie denn, ich gebe mein Kapital nur deshalb, damit Sie gut leben können? Ja, Sie sitzen hier, kassieren jeden Abend und wir sind dauernd am Laufen. Ja, sicher. Was erwarten Sie denn sonst, wenn Sie Geld verdienen wollen? Für das bisschen Laufen geht es Ihnen doch noch wirklich nicht schlecht. Die 15% bringen Sie doch nicht um. Aber wenn ich das Geld noch hätte, dann würde ich noch mal alles auf die Eins setzen.